Liebe Busfreunde, die Bustouristik Scherzer ist heute wieder zu Besuch nach 4 Monaten bei Martin Geldhauser in München, einem der innovativsten Busunternehmer in Bayern, wie wir ja schon mal festgestellt haben. Und wir haben auch heute dabei wieder unseren Professor Dr. Dr. Franz Xaver Reichel von der LMU in München, weil wir das Thema Schnelltests auch von der virologischen Seite mal erklärt haben möchten, wie sinnvoll es für den Busunternehmerbereich ist. Und da frage ich Sie jetzt gleich mal, Herr Professor Reichel, wir haben uns vor 4 Monaten hier getroffen, wir haben diesen Bus unter anderem komplett begutachtet und Sie haben gesagt, ein sichereres Fahrzeug kann man im Tourismus nicht haben. Wie ist denn jetzt die Situation, wenn wir sagen, wir möchten fahren, dürfen aber noch nicht. Wenn man jetzt zum Beispiel den Schnelltest machen würde, was ist Ihre Meinung dazu? Wie sicher ist dann Busfahren? Ja, also zunächst ist festzuhalten, dass hier diese Busse hier ausgezeichnet ausgestattet sind mit antiviralen Geräten, die mit Plasmafeld arbeiten. Das ist also hier nach dem Hygienegesetz eins der besten Geräte, um hier die Viren abzutöten. Dann natürlich werden hier sämtliche Bereiche erfüllt, Desinfektionen beim Reingehen, dann Sitzabstände und so weiter. Das ist also alles schon mal erfüllt. Neu sind jetzt natürlich diese Testsysteme. Da muss man unterscheiden zwischen einem Schnelltest und einem Selbsttest, der jetzt erst seit Kurzem hier zugelassen worden ist. Und ich habe gehört, dass diese Reisende oft zu Hause abgeholt werden mit einem Taxi. Und da wäre es natürlich sinnvoll, bevor der Reisende in das Abholtaxi einsteigt, dass da ein Schnelltest gemacht wird. Den muss natürlich einer bestätigen. Es kann nicht jetzt so sein, dass der den selber zu Hause macht und sagt, schauen Sie her, den habe ich jetzt hier gemacht. Das muss natürlich bestätigt werden. Das könnte der Taxifahrer natürlich dann machen. Dann hätte er schon vorm Einsteigen einen Schnelltest gemacht. Wenn der positiv ist, darf er natürlich schon nicht einsteigen, das ist klar. Ist er aber negativ, könnte er zum Busunternehmen gebracht werden. Und da wäre es dann möglich, dass man vielleicht zusätzlich nochmal wegen doch den Ungenauigkeiten vom Schnelltest, Ungenauigkeiten vom Selbsttest einen Schnelltest macht, der dann doch noch genauer ist. Und das könnte man machen. Das ist schon eine Hochsicherheitsvorkehrung. Und dann natürlich jetzt das ganz Neue hier, den Impfpass. Wenn jemand einen Impfpass hat, ja, dann ist das natürlich die Gewährleistung, dass er nicht nur geimpft ist, sondern es gibt jetzt die neue Studie aus Israel, in der wurde bekannt, in einer sehr guten Zeitschrift publiziert, ist bekannt geworden, dass hier, wenn jemand geimpft ist, hier andere nicht mehr anstecken kann. Ja, er ist nicht mehr infektiös. Das wäre fürs Busunternehmen natürlich ein sehr, sehr großer Vorteil, sodass die Personen, die reisen möchten und einen Impfpass vorzeigen können, dass die natürlich dann überhaupt kein Risiko mehr haben, andere anzustecken. Also das sind die neuen Dinge, die jetzt in den letzten 4 Monaten hier erbracht worden sind durch diese Studien. Und das würde den Busunternehmen natürlich schon Hilfe geben und gewährleisten dann ein sicheres Busfahren. Also mehr kann man augenblicklich nicht machen. Herr Geldhauser, der Frühling kommt. Landesgarten schauen, die Buga, Trautmannsdorf, Schweiz lächelt und das schöne Italien. Es kratzen doch immer schon an der Tür Ihre Gäste. Wir wollen fahren, wir wollen raus, wir wollen raus. Ist es jetzt für Sie als Busunternehmer schon ein Punkt, wo Sie sagen, okay, wenn wir fahren dürfen, weil wir die Schnelltests gemacht haben, fahren wir gleich los. Ist das ein Punkt, wo man sagt, ja, ich stelle mich drauf ein? Ja klar, das war es im letzten Jahr schon. Wir stehen jetzt schon fast ein Jahr mit der Flotte, bis auf ein paar Sommermonate, wo wir dank dem Hygienekonzept viel Vertrauen bei den Kunden aufgebaut haben und auch einige Reisen durchführen haben können. Wir haben damals schon überlegt, was machen wir mit Tests. Wir haben Schnelltests im Haus, wir lassen die ganze Belegschaft testen regelmäßig. Jetzt natürlich mit den Selbsttests müssten wir ja, wie der Professor Reichel schon erklärt hat, bei der Taxiabholung müssen unsere eigenen Fahrer, wir haben ja umgestellt von Taxis auf eigene Kleinbusse, dass wir nötigen Sicherheitsabstand schon bei der Abholung vom Reisegast
gewährleisten können, müsste da schon der Selbsttest zu Hause gemacht werden, von unserem Taxifahrer bestätigt werden. Dann fahren wir alle zu unserer einzigen Abfahrtstelle im ZOB. Dort müsste dann ein Rettungsdienst stehen, mit dem wir zusammenarbeiten. Der macht einen Schnelltest und nach 15 Minuten, wenn alle negativ sind, geht's los. Es hat ja auch jetzt zum Beispiel, was wir die Kenntnis haben, es wird sehr viele Hotelbetriebe geben, Freizeitparks und so weiter, die jetzt schon sagen, du kommst zu mir nur rein, wenn du mir den Schnelltest beweisen kannst. Es gibt Hotelangebote, die sagen, den Schnelltest machst bei mir, kostet halt dann dementsprechend Geld. Aber wenn ich ihn ja schon habe, und da hat, glaube ich, der Professor Reichel ja schon gesagt, wenn das ein bestätigter Schnelltest ist, dann wird der auch anerkannt, komme ich auch in das Hotel rein. Der Idealfall war ja, wenn der Selbsttest schon anerkannt wird, wenn mit der Bestätigung. Der Schnelltest ist natürlich anerkannt. Ich muss ja Arzt oder medizinisches Personal abnehmen. Ja. Dann habe ich eine Bestätigung dabei. Die Superlösung war natürlich, wenn der Schnelltest anerkannt werden würde. Das wird aber das wissen wir heute noch nicht. Ja, das wird, glaube ich, auch so ein bisschen eine graue Zone bleiben, weil man ja nicht weiß, hat er so gemacht, dass es wirklich korrekt ist oder ist einer dabei gestanden. Deswegen glaube ich eher, dass der Schnelltest sicherlich das ist, wo man sich verlassen kann drauf. Und uns geht es ja in erster Linie darum, jetzt auch der politischen Ebene mal einen Ruck zu geben, zu sagen, ihr müsst Öffnungsperspektiven geben. Und dass wir jetzt im Land warten, bis alle geimpft sind, dass wir dann die totale Sicherheit haben, das ist zu lange, zu weit weg. Und da ist, glaube ich, dieser Schnelltest, wie auch Frau Merkel schon gesagt hat, eine gute Brücke dazu, wieder in ein etwas normaleres Leben rüberzukommen, oder, Herr Professor? Ja, also nochmal, wie es Herr Gelshauser schon angesprochen hat, also man muss unterscheiden zwischen Schnelltest und Selbsttest. Ja, also der Selbsttest, der ist erst seit wenigen Tagen überhaupt in Deutschland jetzt zugelassen. Er hat natürlich nie die Genauigkeit jetzt eines Schnelltests und selbst der Schnelltest hat nicht die Genauigkeit eines PCR-Tests. Das muss man natürlich klar sagen. Aber es gibt Sicherheit. Dieser Selbsttest dient ja eigentlich dazu, erstmal hier in die Schulen gehen zu dürfen, dass die Kinder vorher hier getestet werden können mit einem Selbsttest, sodass also hier die Lehrerschaft dann relativ sicher sein kann, dass da schon mal kein positives Kind da ist. Für das ist es primär. Aber das wäre natürlich schon eine Möglichkeit, um den Busunternehmen von den Busunternehmern dann angewandt werden zu können, weil das schon eine enorme Sicherheit gibt, wenn er schon im Taxi, vorm Taxi einsteigen, die werden ja alle abgeholt hier von ihrem privaten Wohnort und dann hier der Selbsttest hier schon, ja, wenn der negativ ist, dann kann er schon hier keine anderen mehr infizieren und dann nochmal ein Schnelltest, bevor der Bus abfahrt. Das gibt natürlich eine große Sicherheit, erstens dem Unternehmer und zweitens auch den Reisenden. Ja, Reisende ist ja klar, weil jeder, der da drin sitzt, weiß, dass keiner was hat und man sozusagen auch losfahren kann, auch längere Aufenthalte dann eben haben kann, wenn man sagt, okay, wir sind ja alle geprüft worden beim Rausfahren und beim Zurückfahren muss man es ja auch wieder machen, dass man wieder ins Land reinkommt. Das ist ja momentaner Sachstand. Aber eigentlich sind jetzt diese Schnelltests der einzige Weg, baldmöglichst dieses Fahrzeug wieder starten zu lassen. Anders wird es nicht kommen. Und da müssen wir halt jetzt einen Ruck machen und wir hoffen, Ostern werden wir vielleicht noch nicht schaffen, aber Pfingsten sitzen wir schon zwischen den Blumen. Wollen wir mal hoffen. Wir wollen die sichersten Busreisen machen, aber im Team von Gelshauser nicht nur die komfortabelsten, sondern auch die sichersten und wir sind fürs Testen offen. Wahrscheinlich damals sogar mit einem Schnelltest, mit einem Selbsttest jeden Tag testen, die Reisegruppe. In der Früh im Hotel schnell ist ja dann kein Thema mehr, wenn die zugelassen werden. Ja, und der Schnelltest würde dann auch erlauben, hier, wenn der ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, hier, bevor die Busreise startet, dass man dann hier im Hotel schon diesen dokumentierten Schnelltest hat, sodass der dann im Hotel nicht mehr durchgeführt werden müsste. Weil das ist ja meistens am gleichen Tag ist ja auch die Ankunftszeit, sodass man den dann anerkennen würde. Das haben wir ja von Hotels auch gehört. Wir nehmen die getestet sind oder die geimpft sind, als erstes. Das ist so, das Hausrecht bei jedem Haus. Und da wird man jetzt nicht mehr drum herum kommen. Und da wollen wir jetzt halt hoffen, dass alle anschieben und in dieselbe Richtung, dass wir bald wieder fahren. Das war schön, ja. Ich bedanke mich fürs Gespräch, Herr Professor. Dankeschön, dass Sie uns da wieder virologisch Meinung gegeben haben. Und Herr Gelshauser, Innovation bei Ihnen ist immer schon da gewesen. Und jetzt legen Sie noch einen drauf. Ja. Erst Selbsttest, dann Schnelltest und dann fahren wir. Machen wir, danke. Pfiat euch. Wiederschauen.